gestartet werden. Die gelbe Flagge wird das signalisieren, dass der Florado in Position ist. Und das Rennen ist gestartet. Badener Sprint Cup, fünftes Rennen. Das Feld formiert sich und die Führung übernimmt in der Bahnmitte Saldario. Hatte den besten Start. Ressin an der Innenseite sofort dabei, ebenso wie Miyazaki. Das ist die vordere Linie, alles dicht geknubbelt. An der Außenseite ist dann auch Musketier Steel dabei. Und Musketier Steel geht jetzt mit Saldario an die Spitze. Das ganze Ende der Gegenseite. Musketier Steel vor Saldario. Dahinter Miyazaki und Ressin. Ist dicht auf. Am Schluss galoppiert Itzmo und das geht in den Bogen hinein. Drittletzter Schinkos Best, vorletzter Gainsbury. Die Pferde haben bei rasanter Fahrt den Schlussbogen erreicht. Außen Musketier Steel an der Spitze mit Saldario. So wird es auch in den Einlauf hineingehen. Dann ist Molly Max aufgerückt, ist an dritter Stelle. Dann sieht man dahinter Ressin und dicht auf auch an fünfter Stelle galoppierende Miyazaki. Die Pferde sind in der gleich an der 400-Meter-Marke, verteilen sich über die gesamte Breite der Bahn. Musketier Steel an der Spitze. Musketier Steel hat das Kommando, dann ist Wanderlin dabei und Ressin an der Innenseite. Ressin wird stärker. Vorne ist unverändert Alaska River. Alaska River jetzt vorne, Alaska River. Aber jetzt kommt Ressin. Ressin und an der Außenseite kommt Key to Pleasure mit Smoke Jumper. Vorne ist jetzt Ressin. Ressin. Ressin gewinnt vor Alaska River. Dritter Smoke Jumper. Dahinter Key to Pleasure vor Itzmo, Florado war Sechster, dann Wanderlin, an der Innenseite war Gainsbury dabei und dann sah man King Quantas und Musketier Steel.